Er, guck mal. Er. Muss auch hingucken. Einmal anfassen gerade. Ah, ich bin hängen geblieben. Schnell weg, Jonas. Oh, verdammt. Jetzt muss ich das nochmal. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go nach dem Umzugs-Community-Raid mit Thomas. Kommt jetzt der Umzugs-Community-Raid mit Silvio. Scheinux, moin. Guck, ah, ins Kind reingefallen. Servus Jonas, es tut mir jetzt aber leid. Wir wollen jetzt nämlich einen Zapdos-Raid machen. Mit Thomas gab es ja Mega Garados. Ich muss ein Video für heute noch schnell aufnehmen, spontan. Silvio ist da, den muss man ja mal zeigen, dass ihr den mal seht. Gelber Sack muss da auch weg. Wird kombiniert. Wir zeigen euch jetzt noch, wo wir uns gestern niederlassen wollten. Dazu kommt nämlich auch noch ein Vlog. Und dann Zapdos-Raid am Fledermaus-Tour. So, gestern habe ich zum Silvio gesagt, ich kenne eine super Stelle, da können wir uns abends noch mal raussetzen. Da sieht man noch ein bisschen was vom Fledermausturm, von der City Line, ja, und da ist eine Bank, nur ohne Lehne. Jetzt war das Problem, es ist halt hier alles zugewuchert und das hat ihm nicht gefallen. Da siehst du auch kaum was, wenn du hier sitzt. Das ist aber trotzdem der Fledermausturm. Da gehen wir jetzt runter, machen einen Zapdos-Raid. Guckt euch das an. Da könnt ihr euch reinlegen im Schlafsack, ne? Am Geburtstag, neue Location gefunden. So, es ist neu. Ach, es ist 10.29 Uhr, nicht 9. Es ist 10.29 Uhr. Das seht ihr schon, die Bierpower-Mütze wirkt. Der Raid geht gleich los, 10.30 Uhr. Wir sitzen jetzt hier auf der Straße. Da ist das Muttertier mit dem Jonas. Da steht der breite Silvio. Nicht zu verwechseln mit Vin Diesel, ja. Insider jetzt ab gestern hier. Habt da den Fledermausturm. Das ist immer noch erbracht, erwucht und alles. Der Muramura-Raid am Fledermausturm ging sich nicht aus. Es sieht aber aus wie Muramura, oder nicht? Jetzt müsst ihr doch da auch mal recht geben. Jetzt stelle ich euch hier irgendwo so hin. Macht das hier so ein Stück hoch. Werf jetzt mal hier die Pässe ein. Wir machen einfach fix jetzt einfach den Zapdos-Raid. Dann ist der tägliche Pass für heute nämlich auch schon fort. Hier habe ich zwei Leute, die ich einladen soll. Die Shenaya und den Henry Nicky. Das heißt, ich kann auch noch ein paar andere, die vielleicht online sind. Wer ist das? Hier haben wir Skinny. Eden können wir mal einladen. Und Borki. Jetzt habe ich auf dem anderen noch 5. Achim, Wuda, Ayaka, Schäfe, Cumulus, David und Kathy. Habt ihr auch 5 eingeladen. Ist ein bisschen her, wo Zapdos in die Raids kam. Da habe ich ja, glaube ich, auch eine Konterliste gepostet. Wir können ja mal kurz auch bei YouTube gucken. Im Community-Tab. Ich denke immer zu, hier kommt gleich was angefahren, aber das sind wahrscheinlich nur die Busse da oben. Setzt euch nicht mitten auf die Straße, auch nicht beim Fledermausturm. So, ab heute ist ja auch ein neues Event losgegangen. Das gehört zu heute, danke an Gothic nochmal. Da müsste ich eigentlich auch noch was machen. Sonntag ist C-Day, hier habt ihr Raikou, hier habt ihr Zapdos. Elektroflug, ihr nehmt Gestein oder Eis, steht hier. 2015 ist der 100er Wert. Wir hängen uns jetzt hin, fertig. Was sagst du, Zapdos? Nützlich, nicht nützlich? Magst du das? Als Blau-Roder ist man natürlich mit Gelb nicht so vernetzt. Ich fand Zapdos immer das Beste von den drei Wappentieren, weil das halt einfach so spitz war und es war halt Gelb. Ich mag halt Gelb und Gelb ist halt Gelb. So, Gelb ist nicht Rot, Gelb ist nicht Blau. Wir drücken mal hier drauf. Bereit. Rihonyor. Ich hoffe, die haben auch wirklich Gesteinsattacken. Mamoodle ist ja auch drin, genau. Mamoodle, Rihonyor, Despotar habe ich da. Hier habe ich auch Rihonyor, Mamoodle, Rihonyor. Da ist kein Despotar dabei. Ich habe auf dem Hauptaccount damals, glaube ich, auch ein 100er Zapdos gehabt. Aus einem Raid aus Zaragoza. Das ging auch relativ fix. Ich glaube, das hat nur 20 Raids oder so. Dann waren 100er da. Und ich habe dann immer ewig drauf gewartet, dass die drei Vögel mal zurück in die Raids kommen. Dass ich da mal Bonbons sammeln kann, dass ich das auch mal maxen kann auf Level 50.
Bei anderen musste ich gucken, wie ich es mache. Lavados hatte ich, glaube ich, erlöst. Da wusste man noch nicht, da waren die Kryptos neu. Dann hat man gesagt, ach guck mal, wenn ich es erlöse, wird es ein 100er, machst du einfach mal. Mittlerweile wusste man ja, dass die Kryptos natürlich viel besser, nützlicher, stärker sind. Man hätte also auch vielleicht ein schlechteres erlösen können zu einem 100er, was auch 100 geworden wäre, statt ein so relativ gutes, was vielleicht ein 96er war, was du so mal hättest durchgezogen. Aber das sind andere Zeiten, das ist Vergangenheit, das ist, naja, jetzt ist einfach alles anders. Jetzt macht man einen Zapdos Raid, einen 100er habe ich noch nicht. Ein Shiny gab es aber letztens auf dem Habanero-Account, also auch mit relativ wenig Zapdos Raids. Ich glaube, ich habe 5 Stück oder so gemacht bis jetzt. Und da ist schon ein Shiny dabei gewesen, das ist eigentlich eine gute Rate. So, Jonas hat die Mütze ab und hat blaue Augen und winkt. Hallo! Bibi! Geht's dir gut? Müssen dann noch malern, Jonas, hast du es gehört? 213 Sekunden Restzeit, das ist jetzt auch nicht die Wucht. Was sagst du denn eigentlich dazu, dass Mega Rayquaza kommt, aber nicht zu einem Raid Day, sondern als Elite Raids, wo man wieder nicht einladen kann, wo man nur vor Ort sein kann, wo die Raids nur 30 Minuten auf sind und dann da und da gleichzeitig, aber nur an X-Raid-Arenen. Es ist sehr kompliziert, finde ich. Es ist wieder mal richtig. Es ist ärgerlich, weil ist wieder nur für Leute, die eine gute Community haben. Ich muss 20 Kilometer fahren, um den zu machen. Shiny. Ja, gute Community oder Spoover, die einfach an den Hotspots rumhüpfen. Er hat einen Shiny, sieht man natürlich jetzt bestimmt nicht, weil es zu dunkel ist und weil es sieht halt einfach so aus wie normales. Also Shiny mit 1992. Hier habe ich 1976, 1973. Was hat der andere? 1952. 52, der ist das Schlechteste. Du hast das Schlechteste und das Beste gleichzeitig. Das ist sehr gut. So, jetzt wollen wir mal fangen, Ro. Wir legen mal den Samyang-Account weg. Ich fand es damals immer richtig schlimm, die Vögel zu fangen. Gerade Zapdos, weil das immer so wild rumgezappelt hat. Aber normalerweise stellst du ja hier auch nur deinen Kreis ein, siehst, dass er angreift, wirfst dann und dann schaffst du auch einfach fabelhaft. Nicht wild rumcurven und dann loslassen, dann wird es meistens nichts. Kreis einstellen, in den Angriff werfen, dann ist das trotzdem gar nicht so schwer. Ich glaube, Lavados finde ich viel schlimmer. Erster Ball. Arctos weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist Zapdos noch das leichteste. Bei dir erster Ball, okay. Den muss ich noch fangen. Den bewerte ich aber mal. 3 Sterne, okay. Und wir können mal ganz kurz gucken, welche Zapdos ich jetzt hier noch auf der Hand habe und was das Beste davon ist. Ich habe nämlich nur 3 Stück, nee 4. Hier ist noch ein Krypto dabei. 1 Stern. Hier haben wir 3 Sterne. Hier haben wir auch 3 Sterne. Und hier haben wir 3 Sterne, vor allem das und das. 24,94 und 19,95 sind exakt dieselben mit 15,11,15. Aber das ist normales mit Wetterboost und das hat keinen Wetterboost, aber ist ein Shiny. Merkt ihr den Unterschied? Guckt euch die Füße an, die sind orange und die sind blutorange. Und das ist eigentlich schon der ganze Unterschied. Schnabel vielleicht noch ein bisschen. Ansonsten habe ich nichts weiter. Wie viele Raids haben wir gemacht? 19 habe ich jetzt da drauf. Na gut, war ja auch schon öfters da, deswegen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Einfach nur kurz mal Umzugs-Community-Raid mit Silvio, mit Shinux, mit Win, mit allen, die dabei sind. Habt ihr schon einen Shiny Zapdos? Habt ihr einen 100er Zapdos? Habt ihr ein gutes Krypto? Habt ihr was erlöst? Wird ja immer mehr. Also. Shiny Pokédex einfach. Gefangen 1, gesehen 1, Shiny Pokédex Eintrag. Hättest du gestern Abend mal gebraucht bei der Lockwood Duel Session. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Silvio, Muttertier Jonas und ciao, bis zum nächsten Mal.